Wollt ihr? Könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt sofort reagieren oder ihr könnt also was Langes erzählen, was Kurzes erzählen. Das erste Wort ist Kartoffelpuffer. Also zu Kartoffelpuffer fällt mir spontan ein, dass ich das immer für meine Kinder mache. Wenn meine Frau nicht da ist, wird immer Kartoffelpuffer gemacht. Geht ziemlich simpel, klappt ziemlich schnell und meine Kinder lieben mich dafür. Ja, aber ich habe das gesehen online, das sah aber aus wie Pancakes. Ja, das waren Pancakes, gibt es aber auch Kartoffelpuffer. Okay, ja gut. Ja. Also mir fällt dazu ein, dass ich sie absolut furchtbar finde. Kartoffelpuffer sind einfach nur eine Art kartoffelhaltiger Schwamm, der Fett aufsaugt, ja, und das Fett in meinem Magen wieder abgibt. Und dann habe ich absolut übelste Magenkrämpfe. Kartoffelpuffer kommen mir überhaupt nicht ins Haus. Ich glaube, dass wir gerade in eine Falle tappen. Das erinnert mich, ich war ja lange Zeit in Therapie, an diese Assoziationsspiele. Da sagt der nämlich Kartoffelpuffer, dann sagst du, lecker, und dann wirst du eingeliefert und kommst nie wieder raus. Das auch. Bei Kartoffelpuffer fällt mir aber ein, dass ich nie weiß, was ist es? Ist es Püree? Ist es so ein Reibekuchen? Ich glaube, dass es regional unterschiedlich verstanden wird. Deswegen kann ich dazu eigentlich im Grunde gar nichts sagen. Ja. Tolle Methode. Einer ist dafür, einer ist dagegen und einer enthält sich. Absolut. Weiter geht's mit, jetzt nehme ich wieder was von Don Pedro, der schreibt Wasservergiftung. Wasservergiftung? Üble Nummer. Ganz üble Nummer. Ja? Also wer mehrere Liter innerhalb von wenigen Stunden trinkt, der kann sterben aufgrund von Entsalzung. Osmose, ja? Kennt man hier. Also furchtbare Nummer. Es betrifft übrigens sehr oft Läufer. Seppo ist Läufer. Deswegen müsstest du dich vor einer Wasservergiftung eigentlich in Acht nehmen. Marathonläufer gehen oft das Risiko ein, tatsächlich zu viel zu trinken. Und dann eben genau Osmose, du hast es ja schon praktisch gesagt. Hoffentlich kommt nicht gleich der Begriff Osmose. Dann stehen wir da. Dann stehen wir da. Könnte ich das Hasenkostüm eben haben? Bei uns. Aber was hältst du zur Wasservergiftung ein? Ja, Wasservergiftung setzt sich aus drei Worten zusammen. Wasser, Ver und Giftung. Also Wasser ist ja was total Positives. Man denkt an Sommer, man denkt an Urlaub, man denkt an Strand, Baden, Schwimmen mit anderen schönen Menschen. Und Vergiftung ist ja was Negatives, aber man kann ja einfach dieses Vergiftung weglassen und nur an Wasser denken. Sehr das gut. Finde ich schon toll mit den mit anderen schönen Menschen. Impliziert ja, dass man sich selber auch für schön hält. Ich habe euch zwei hier an meiner Seite und dachte mir, mit euch schönen Menschen. Absolut, absolut. Ich nehme mich da ein bisschen raus. Absolut, zu Recht. Ist das jetzt so Jungsgeschocke gerade? Ja, ich glaube auch. Ich bin froh, dass hier so ein Gitter dazwischen ist. So, Guest 8944 sagt LED Smart TV. LED Smart TV. Das ist meine erste Assoziation Deichkind. Dieses Lied Leider geil. Ja. Und in dem Leider geil Lied singt er nämlich darüber, dass er sozusagen dass er ein LED-Flatscreen hat und glaubt, ewig lang nachts PlayStation durchzockt. Das ist meine erste Assoziation zu LED. Nochmal? Smart TV. LED Smart TV. Okay. Überhaupt nichts für mich. Das LED Smart TV ist überhaupt nichts für mich, gar keine Frage. Bei mir zu Hause steht ein Röhrenfernseher. Smart TV, also warum muss ein Fernseher schlau sein? Nachher ist der Fernseher am Endeffekt noch schlauer als ich. Ja, er ist zumindest das so schlau, dass ich ihn nicht bedienen kann. Ich kann auch nicht mal ein Modem installieren. Da du Sarah und Pedro in Love geguckt hast vorgestern, 10 Sekunden, ich musste fast ist rechnen. Dein Fernseher definitiv, selbst wenn es eine Kathodenstrahlröhre ist, schlauer als du. Ich habe so ein Smart TV, ich finde es toll. Ich werde wahrscheinlich auch spioniert, bis zum geht nicht mehr. Und Sony weiß, was ich gucke und weiß auch, was ich anhabe, während ich es gucke, wegen der Kamera vorne drin. Das ist mir aber egal. Es ist total spannend, wir kommen immer in die gleichen Mechanismen. Ich sag immer ja. Seppo, ich glaube. Christoph war der erste. Christoph sagt immer nein. Und was Seppo enthält sich immer. Es ist bei allen drei Begriffen, die kamen, ist immer so: einer sagt ja, alte Impro-Regel, alte Spontanitätsregel sagt ja, der andere immer nein, alles doof. Und der dritte ist immer in der Enthaltung. Es ist total spannend, gerade zu bemerken. Ja, aber man sollte sich nie festlegen in der Öffentlichkeit. Weil da wird man drauf festgenagelt in 4 Wochen und dann steht man doof da. Prinzipiell ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man erstmal gegen alles ist, dann kann es nachher immer noch gut werden. Ich mache nicht jeden Tag Sendungen mit schönen Menschen. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ihr habt das ja jeden Tag. Machen wir auch nicht. Ach so. Mit schönen Menschen. Seppo, Schwangerschaftstest. Oh, 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 die kann man, das wusste ich gar nicht, da gibt es so einen Service im Netz, die kann man abonnieren. Wenn man sie oft braucht, kann man sie wirklich abonnieren und kriegt pro Monat, kriegt man 30 Stück. Kriegt da jemand aus Erfahrung? Ja, natürlich, das wollte ich damit spontan implizieren. Das kommt auch immer darauf an, wie viele Frauen man schwängert. Kann man das so sagen in der Öffentlichkeit? Wie viele Fans? Natürlicher Vorgang. Ich mache keine Frau Vorgang. Gleich Fan, mache keinen Unterschied. Ja, Ralf, was sagst du dazu? Ich habe zweimal in meinem Leben einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich habe 2 Kinder. Also ich habe ihn nicht persönlich gemacht, meine Frau hat ihn gemacht. Okay, ja. Er war beides mal positiv. Ich habe dazu auch positive Assoziationen. Sehr schön, Christopher. Ich frage mich immer, ob man mit diesen, das sind so Stäbchen, ob man damit in einem Becher umrührt. Und dann guckt, oder ob man das quasi so drunter hält und dann drüber ja, macht man. Pinkelt und dann die ja, Hand. Ja, man muss das zweite ja. sozusagen. Das zweite.
das ist kein Becher, weil bei dem Becher, wenn du den Becher nimmst, will ich jetzt mal erklären, ich bin zwar keine Frau, ich musst du ja erst den Becher drunter halten, um dann das Stäbchen reinzuhalten. Das ist ein Arbeitsschritt zu viel. Wenn du gleich das Stäbchen drunter hältst, vermute ich mal, du hast da... Möchtest du uns deine Erfahrungen damit auch teilen oder Schwangerschaftstest hier? Ich habe ohne Sex meine Kinder bekommen und deswegen brauche ich keinen. Maria Magdalena. Ja, genau. Ich wusste einfach, dass ich schwanger bin. Bikini. Trage ich gerne. Ja, Christopher? Ich denke sofort an Atombomben, wenn ich Bikini höre. Das ist jetzt Quatsch. Ich meine jetzt nicht die, sondern ich meine die echten, die veritablen Atombomben. Ich denke nämlich immer an das Bikini-Atoll, da kommt der Bikini, glaube ich, auch irgendwie her. Und in der Folge denke ich im Prinzip an die Vernichtung der Menschheit. Also immer, wenn ich Bikini höre, ist für mich Vernichtung der Menschheit. Gar keine Frage. Ziehe ich zum Beispiel dem vor, was ich mit Bikini erlebe, nämlich den Bikini-Kauf mit meiner Freundin. Jeden Sommer muss es ein neuer Bikini sein, egal wie oft der aus dem letzten Sommer getragen wurde. Und es gibt nichts Schlimmeres als Bikini-Kauf mit der Freundin. Weil es ist offensichtlich sehr schwer. Unten sitzt immer alles einigermaßen, ist mein Eindruck. Aber oben ist wohl sehr schwierig. Manche sind gepolstert und manche sind irgendwie zu hart oder so. Bei manchen sieht es wirklich scheiße aus und bei manchen sieht es ganz toll aus. Ja, aber wie reagierst du? Genau, das war jetzt auch meine Frage. Wie reagierst du, wenn es jetzt nicht so optimal ist? Mal obenrum aussieht. Ich sage, es sieht obenrum nicht so optimal aus, aber unten kannst du lassen. Oder zieh doch das Höschen mal an. Und siehst du denn, wenn es richtig gut aussieht? Bitte? Was sagst du dann, wenn es richtig gut aussieht? Dann sage ich nichts mehr. Dann ziehe ich den Vorhang zu und dann hoffe ich, dass uns keiner hört. Christopher, das ist für dich. Guest 60, 47 schreibt ein Totenkopfmotiv. Totenkopfmotiv? Das Wort Totenkopfmotiv? Ja. Da denke ich spontan an Totenkopfmotten. Da habe ich letztens noch eine Doku gesehen über Totenkopfmotten. Das sind so Motten. Die konnten irgendwas. Ich habe vergessen, was sie konnten. Ralf? Ja, perfekt. Passt dazu. Sehr schön. Seppo? Totenkopf. Oh, jetzt brauche ich wirklich das Hasenkostüm. Da fällt mir gar nicht. Da fällt mir nur eine Nummer zu ein, dass ich so ein verbotenes Computerspiel immer spiele. Da gibt es einen General Totenkopf. Aber ich kann es wirklich nicht näher sagen, weil es, glaube ich, in Deutschland nicht gespielt werden darf. Wollen wir das jetzt hier beenden oder soll ich noch was Positives sagen? Nee, sag was Positives. Was anderes? Wie zum Beispiel Bulette. Da Bulette. Haben wir das Wort vom Anfang. Wir hatten ja am Anfang diese mit Reibekuchen. Das ist schön, wir starten mit Essen, ja, und wir enden mit Essen. Genau. Wir hatten ja Kartoffelpuffer am Anfang. Und Kartoffelpuffer hat, habt ihr ja gesagt, sozusagen ist regional unterschiedlich vernahmt, benannt. Und Bulette ja auch. In Bayern, wo ich aufgewachsen bin, hieß es Fleischbrötchen. Wir haben in Bayern immer Fleischbrötchen gesagt. Dann gibt es noch, ich kenne so einen Begriff Frikadelle. Frikadelle, ja. Das sagt man hier. Fleischpflanzer sagt man, glaube ich, auch noch. Fleischpflanzer, also ich bin in Franken aufgewachsen. Da hat man, wir haben Fleischbrötchen gesagt. In München, also im richtigen Bayern, im anderen Bayern, sagt man Fleischpflanzer. Bulette sagt man anscheinend hier. Nee, Bulette sagt man, glaube ich, mehr wir so in Berlin. Hier sagt Frikadelle. Ja. Bulette sagt man, glaube ich, in Berlin. Aber da bin ich jetzt kein Experte. Denk auch. Wo in Franken aufgewachsen? In Forchheim, was keiner kennt. Ach, bei Erlangen, natürlich. Genau, es liegt zwischen Bamberg und Nürnberg. Fränkische Bierstraße. Absolut. Guter Mann. Endlich mal ein anständiger Franke. Sehr schön. Hast du noch was zu Bulette zu sagen? Nein. Ja, ich esse es gerne. Du, Seppo? Ja, bei Bulette denke ich wieder an die Bikini-Nummer in der Umkleidekabine. Und damit beenden wir unseren super Quiz. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt im Chat. Es hat sehr viel Spaß gemacht.